Guten Morgen, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Tag 1 der Seelenfreude-Challenge. Mal schauen, wer so früh hier schon heute Morgen hier reinkommt. Ich weiß zwar nicht, ob ich das hier über das Smartphone sehen kann, aber vielleicht sind ja so ein paar Frühaufsteher dabei. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich stehe hier bei uns im Garten. Ich war schon laufen heute Morgen. Hab schon vorm Haus gefühlte 10 Rollen Toilettenpapier eingesammelt. Hier auf dem Dorf ist das ja so üblich. In der Walpurgisnacht nennt sich das, glaube ich, Hexennacht. Dass die Kinder so Streiche spielen. Und ja, als ich hier im Dorf auch so unterwegs war, heute Morgen eine Runde gelaufen bin, überall war Toilettenpapier. Das sind so die Kinderstreiche. Gleich geht's los. Freue mich auf dich. Ja, schön. Ich freue mich auch. Ich sehe, dass da jemand reingeschrieben hat, aber ich weiß nicht, wer. Wer sehe ich nicht. Okay, also schick mir gerne mal Herzen und Daumen hoch, dass ich weiß, dass ich auch gut zu sehen und zu hören bin. Wunderbar. Ja, dann lass uns starten mit der Seelenfreude-Challenge. Ich habe heute Tag 1 so den Namen gegeben, der frühe Vogel kann mich mal, weil eine wunderbare Kundin von mir hat mich an diesen Spruch erinnert, der frühe Vogel fängt keine Flatrate oder sowas bei uns hier gibt, in dem kleinen 4000-Seelendorf. Da muss man immer schauen, dass man in der Nähe des Ruders bleibt. Jetzt wollte ich das Video hier für dich draußen machen. Ja, klappt nicht. Okay, dann lass uns hier weiter starten. So, jetzt muss ich hier, glaube ich, fest in der Position stehen bleiben, dass die Verbindung hält. Okay, ja, lass uns starten mit der Seelenfreude-Challenge. Sorry. Hab gerade einen, wie nennt man, Frosch im Hals. Ja, ich sehe, die Zuschauer kommen hier schon rein. Wer es ist, das kann ich nicht sehen, aber ich sehe, dass Zuschauer da sind. Schön, dass du da bist. Also, um was geht's mir hier jetzt im Mai mit der Seelenfreude-Challenge? Ich möchte dich dazu einladen, die Dinge, die ich dir hier mit auf den Weg gebe. Wunderschönen guten Morgen, liebe Hilke. Schön, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich möchte hier mit der Seelenfreude-Challenge im Mai dich wirklich inspirieren, mal ein großes, großes Stück deiner Seele wirklich näher zu kommen. Und da geht es einfach auch drum, da geht es einfach auch darum, dass du dich jetzt nicht nur inspirieren lässt, sondern ich werde dir einfach auch Dinge mit auf den Weg geben, die es gilt auch umzusetzen. Ich werde dir so kleine Aufgaben geben und deshalb würde ich dich jetzt auch gleich zu Beginn dazu einladen. Bitte mach das auch, damit du wirklich hier auch einen großen Nutzen von hast. Lass dich nicht nur berieseln und ja, schöne Übungen oder schöne Anregungen, die die davon sich gibt, sondern mach das bitte auch. Ich möchte wirklich, dass du deiner Seele, deinem Herzen mal wieder ein Stück näher kommst, ein großes Stück näher kommst mit dieser Challenge hier. Okay? Ich gehe jetzt doch mal hier rüber. Ich glaube, ich wackel zu viel mit dem Handy, wenn ich das jetzt einfach so in der Hand habe. Okay, geht das so? Ja. Da hier so rüber, damit die Sonne hier nicht so sehr blendet. Okay, gut. Und das ist so mein Anliegen. Also dich jetzt nicht nur hier einfach nur zu berieseln, sondern mach das bitte. Und ich habe ja eben erzählt, ich war heute Morgen schon laufen. Ich habe auch schon Kräuter nebenbei gesammelt. Und wir waren gestern Abend ja auch noch eingeladen in so eine schicke Boutique hier bei uns in der Nähe zur Cocktailparty, zum Night Shopping oder wie man das nennt, war so eine kleine Runde von Frauen einfach. Mein Mann war mit, mein Mann war der Einzige in der Runde und es ja, gab ein paar leckere Cocktails einfach und nebenbei Shopping und das ist einfach auch ja ein Stück Lifestyle in der Richtung. Und wenn ich solche Dinge erzähle, also wenn man mir das noch vor 10, 15 Jahren gesagt hätte, hätte ich auch genauso gesagt, wie viele mir das auch heute im Gespräch sagen, brauche ich nicht, das ist totaler Luxus, das brauche ich nicht. Das sind Dinge, die die Welt nicht braucht, um es mal so auszudrücken. Aber ich kann dir eins sagen, das sind Dinge, die tun deiner Seele, deinem Herzen, auch deinem Körper gut. Ich meine jetzt nicht das Cocktail trinken und den Alkohol. Ich bin da ja auch
sehr, sehr auf Distanz mit Alkohol. Das war früher auch mal anders. Aber ich trinke ab und zu mal ein Gläschen Wein oder gestern Abend habe ich auch diesen Cocktail, einen Cocktail getrunken und das genieße ich dann, aber dann hat sich's und ich merke auch sofort, wie Alkohol auch irgendwo das Bewusstsein trübt und von daher habe ich da einen großen Abstand. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man ja auch mal ab und zu eben mal ein Gläschen genießen darf, bewusst und dann ist es auch wieder gut und nicht so seinen Mind trübt, um die Gedanken, um das Gedankenkabarett da oben stillzuhalten, was ja einfach auch viele eben machen. So, und was ich aber eigentlich sagen wollte, dass das eine, und das sage ich dann auch, da hatte ich gestern auch mit einer wunderbaren Kundin gesprochen, dass das eine das andere ja nicht ausschließt. So wie jetzt gestern Abend, dieser wunderbare Abend mit einem Cocktail und Evening Shopping in dieser Boutique war, so darf es aber auch am nächsten Morgen wieder der Waldspaziergang sein oder der Lauf, bin ja heute Morgen gelaufen und nebenbei noch Wildkräuter sammeln. Oder das Waldbaden, was wir ja auch mit der Familie schon mal gemacht haben. Wir waren Waldbaden, einige Tage im Wald unterwegs und wo es uns abends gefallen hat, als wir müde waren. Ja, haben wir uns einfach auf den Boden gelegt und haben geschlafen und sind am nächsten Tag weiter. Also, das ist der vermeintliche Luxus, das eine schließt das andere ja nicht aus. Das sind ja alles Dinge, wo wir im Laufe der Jahre einfach viele Schleier über uns gelegt haben und vor allem auch im Hinblick auf Geld, wo wir uns vieles einfach nicht mehr erlauben oder uns schönreden, das brauche ich alles nicht. Ja, also deshalb, das eine schließt das andere nicht aus. Und im Hinblick darauf, weil ich das jetzt hier so spaßeshalber genannt habe, der frühe Vogel kann mich mal, erinner dich mal als Kind oder wenn du keine Erinnerung an deine Kindheit hast, dann schau doch mal, überleg dir doch mal, wie stehen Kinder denn morgens auf mit den ersten Sonnenstrahlen? Große Augen, was kann ich heute in der Welt entdecken? Ich kann alles erreichen heute. Für uns als Kind war alles möglich früher. Wir wollten die Welt entdecken, wir wollten alles erreichen und konnten auch, alles war für uns möglich. Bis dann eben ein Schleier nach dem anderen über uns gelegt wurde und wir angefangen haben. Und da hat natürlich auch die Schule, die ersten Schultage, als der Lehrer uns beigebracht hatte, hier vorne spielt die Musik, Schluss jetzt mit Tagträumen, ihr Übriges dazu getan. Und so sind wir dann als Erwachsene, als vermeintlich Erwachsene, das kleine Kind, das sehnt sich immer noch danach, alles zu entdecken. Für das kleine Kind möchte auch immer noch alles möglich sein, das auch in dir noch ist, egal wie alt du bist oder egal wie lebenserfahren du bist, ich spreche lieber davon, wie lebenserfahren man ist. Passalter ist das eine. Ich sage immer, ich werde jünger, meine Kinder werden älter. Also ich kümmere mich überhaupt nicht um mein Passalter, weil da stecken auch Glaubenssätze drauf. Ab dem und dem Alter fangen die Wehwehchen an und. Das sind alles Dinge, die in unser Mindset eingepflanzt werden und dann fangen wir sie an zu glauben und das Universum sagt, dein Wunsch ist mir Befehl. So, jetzt war ich aber dabei stehen geblieben, dass Kinder morgens aufstehen, voller Freude in den Tag starten und alles möglich ist und alles entdecken wollen. Und dass da so viele Schleier über uns liegen. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum viele Menschen morgens einfach nicht aus dem Bett kommen, weil sie sich den Wecker stellen und sich mal hier auf die Schlummertaste drücken. Und ich gehörte ja früher auch dazu. Mein erster Gedanke morgens war früher, oh Gott, schon wieder so ein Tag. Weiß gar nicht, wie ich heute wieder alles machen soll. Was steht heute wieder alles an, was zu tun ist. Einfach nur funktionieren. Nur ja nicht nachdenken. Und das ist der Grund, warum, wenn du dazugehörst, morgens nicht aus dem Bett hüpfst, voller Freude. Weil dein Körper
dein Kopf dir signalisieren, boah, schon wieder so ein Tag. Wenn du aber weißt, warum du morgens aufwachst, weil du das lebst, was deinem Herzen entspricht, wenn du morgens auf voller Freude wach wirst und dich auf den Tag freust, dann hüpfst du aus dem Bett, auch heute noch als erwachsene Frau, wie du das früher als Kind gemacht hast. Und deshalb würde ich dich dazu einladen, mal heute bewusster durch den Tag zu gehen und mal Dinge zu finden, die es auch für dich noch, ganz gleich wie lebenserfahren du bist, zu entdecken gilt. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn du heute mal so durch den Tag gehst und mit neugierigen Blicken, wie so ein kleines Kind, und mal schaust, was gibt es heute noch für mich zu entdecken, dann ist deine Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Und dann wirst du Dinge entdecken, wo du denkst, oh, das war mir ja gar nicht mehr bewusst, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, oder was ist das denn? Oder das Universum liefert dir Beweise. Geh deshalb, das ist meine Einladung heute zum Tag 1 von dieser Seelenfreude-Challenge hier, geh heute mal durch den Tag und finde mal Beweise, dass es auch für dich Dinge zu entdecken gibt. Und gleichzeitig wirst du dann einfach auch merken, wie das Universum an deiner Seite ist und dir auch Beweise liefert, was für ein wohlwollendes Universum auch an deiner Seite ist, wie das Leben es auch gut mit dir meint. Ja? Das ist so die Einladung von mir für dich heute. Ah, und eines hatte ich mir noch, was ich dir auch noch mit weitergeben möchte. Wenn du deinem Seelenplan näher kommst, dann sind 5 A's auch für dich wichtig. Da wollte ich dir noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe dir ja eben schon gesagt, ich bin heute Morgen früh aufgestanden und war schon laufen, war schon Kräuter holen. Und wenn du dein Leben, wenn du aufhören willst, einfach nur zu funktionieren und mit dem Mainstream, das was alle machen, aufhören willst, mitzuschwimmen und dein eigenes Ding machen möchtest, deine Pippi-Langstrumpf-Mentalität dir wieder hervorholen willst, dann gelten 5 A's für dich. Und zwar angenehm, anders als alle anderen zu sein. Das heißt, dass du wirklich die Dinge machst, die dir entsprechen und dass du Dinge anders machst. Und ich kann dir eins sagen, alle Menschen, die das leben, was ihr Herz ausmacht, was ihrer Seele entspricht, die ihr eigenes Leben leben, die aufgehört haben, mit Mainstream mitzuschwimmen, die machen Dinge anders. Und deshalb gehört es auch dazu, zum Beispiel morgens auch mal früher aufzustehen und dein Mindset hier zu polieren. Denn wenn ich morgens so unterwegs bin und laufen gehe, ich habe immer auch meinen MP3-Player dabei, habe mir gewisse Mantren da aufgesprochen und poliere auch so tagtäglich mein Mindset. Das ist wie ein Muskeltraining, dass ich einfach auch tagsüber in meiner Mitte ruhe, bei mir bin und meine eigenen Gedanken denke und nicht die Gedanken von anderen. Und da gehören so diese 5 A's dazu, angenehm anders zu sein als alle anderen, also dein eigenes Ding zu machen. Okay, also dann, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und finde heute Beweise, was es alles noch Neues zu entdecken gibt für dich. Schreib es gerne hier ins Kommentarfeld rein im Laufe des Tages. Ich bin gespannt. Und dann sehen wir uns morgen früh nochmal in alter Frische um 7.15 Uhr. Bis dahin, hab einen wunderbaren Tag. Tschüss.